Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch und ich habe jetzt das Buch Pur Charlies Almanac fertig gelesen. Oder fehlt noch das letzte Kapitel, aber das kenne ich auch schon. Habe es auch schon mal vor vielen Jahren gelesen. Aber jetzt gibt es eine neue Version davon. Anlässlich des verstorbenen Falles von ihm. Aber ich glaube, bei dem hohen Alter ist es dann irgendwann auch mal erwartbar. Und ich wollte in dem Video 10 wichtige Punkte von Charlie Munger, die in diesem Buch vorgestellt werden oder für mich relevant sind, vorstellen. Es ist ein bisschen ein untypisches Buch, weil er hat ja nicht so viel geschrieben, sondern einige Reden halt immer mal wieder gehalten und diese Reden sind in diesem Buch drin. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was dann durchgehend irgendwie geschrieben ist und von Warren Buffett gibt es ja auch kein Buch, sondern es gibt halt einfach diese jährlichen Berichte von Berkshire Hathaway, das gibt es von ihm weniger und Charlie Munger ist ja, wer es nicht weiß, die Nummer 2 hinter Warren Buffett oder war von Berkshire Hathaway und von mir, vom Investmentstil eigentlich noch ein bisschen näher, weil er hat eigentlich auch Warren Buffett mehr auf den Faktor Qualität und auch Psychologie gebracht, dass er einfach nicht nur Value Investing geht. Das erste wäre der sogenannte Lollapalooza-Effekt. Gibt es auch ein Festival dazu. Ich finde, es ist nicht so hundertprozentig klar, weil es gibt auch, dass es andere Verwendungsweisen. Für mich ist es so, dass, oder wie er es definiert, ist aus verschiedenen Disziplinen Effekte sich verstärken. Und dann kann Außergewöhnliches passieren, auf den Aktienmarkt gesehen, sowohl nach unten als auch nach oben. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Aktie, das versuche ich ja auch mit dem Modell des QFMAs ein bisschen vielleicht einzufangen, wenn eine Aktie günstig ist, das Momentum positiv ist und noch eine tolle Story hat, die Leute leicht verstehen, ja, dann sage ich mal, kommen halt alle Investoren aus ihren Löchern gekrochen, weil es die Value-Investoren kaufen es, die Momentum-Investoren kaufen es und die Story-Investoren kaufen es. Und wenn dann noch eine Indexaufnahme zum Beispiel kommt, dann kaufen es auf die Passiven. Und wenn alle 4 diese Gruppen kaufen und nicht so viel verkaufen, dann können halt sehr, sehr starke Kurssteigerungen möglich sein. Geht halt auch nach unten und das ist ein Grund, warum wir vielleicht auch zunehmend mehr Übertreibungen nach oben, nach unten an den Märkten sehen, weil es einfach mehr zu diesen Lollapalooza-Effekten kommen kann, auch wegen Social Media oder dass halt alles auch viel, viel schneller geworden ist und dass die Quants-Trader halt auch eine größere Rolle spielen. Das Zweite ist, dass er so ein bisschen auch Universitäten kritisiert, das würde ich auch unterschreiben. Ich habe ja eigentlich mehr BWL studiert, aber da hat man auch ein bisschen VWL in St. Gallen, hat noch internationale Beziehungen und Finance. Und gerade mir ist damals auch schon aufgefallen, vielleicht hat man es damals geändert, ja, dass VWL halt eigentlich Mathematik irgendwo ist. Und man hat dann diese schönen Modelle, also er kritisierte halt diese effiziente Markthypothese, aber man vergisst ein bisschen die Psychologie. Und auch halt in vielen Bereichen, gerade beim Investieren, alles, was mit Menschen zu tun hat, dass viele an der Uni halt zum Fachidioten werden, weil man spezialisiert sich auf ein so mini kleines Gebiet. Ja, das muss man auch, weil sonst kommt man in diesem Gebiet nicht nach oben, wird nicht in den guten Journals veröffentlicht. Aber es gibt halt kaum noch Leute, die halt das große Ganze dann irgendwie im Blick haben und zum Beispiel dann halt als Economist halt auch viel Psychologie machen. Gibt es jetzt auch einen neuen Zweig, aber als die Rede entstanden war das noch nicht so. Ja, und sag ich mal, wir werden spezialisieren uns ja in allen Bereichen und investieren ist eigentlich einer der letzten Künste. Deswegen gab es auch mal das Buch The Last Liberal Arts, wo man eigentlich alle verschiedenen Dinge kombinieren kann, nicht muss. Man kann sich auf eine Sache auch fokussieren. Aber wenn man es kombiniert, dann muss man auch nicht der Superexperte in einem Gebiet sein. Aber man hat halt den Vorteil, wenn man aus den verschiedenen Bereichen frei nach Pareto das Beste rausnimmt. Und das ist auch ein bisschen mein Ansatz, ja, dass ich versuche, verschiedene erfolgreiche Modelle, wie mit dem QFMA-Modell, was ja akademisch bewiesen ist, irgendwie Qualitätsfaktor, Momentumfaktor, Value-Faktor, zu kombinieren. Und ich glaube, es wird halt vielen auch, wir merken es auch oft in der Politik oder in anderen Sachen, man wird dann irgendwie, wird dann diskutiert aus einer Ecke, ja, aber es wird das große Ganze irgendwie vergessen, ja, dass man irgendwie in Corona halt dann die Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung vergisst, ja, weil man einfach nur aus einer Warte argumentiert. Das nächste wäre Inversion, das Problem andersrum sehen.
Ja, oft gibt es ja immer die Frage, was sind die Faktoren, dass man irgendwie erfolgreich ist, dass man reich ist, dass man glücklich ist, etc. Und er sagt, man soll es vielleicht halt auch mal andersrum die Frage stellen, frei nach Anna Karenina. Denn was ist denn, sind denn die Faktoren, dass man unglücklich, unerfolgreich etc. so ist? Und dann sagt er, nennt er halt zum Beispiel Sachen halt wie Drogenkonsum, ja, dass man sich nicht weiterbildet, dass man nicht hart arbeitet. Solche Themen kann man auch investieren, auch so übertragen, ja, dass man einfach ähnlich auch wie Warren Buffett, dass man einfach versucht halt nie Geld zu verlieren, dass man da halt immer, sag ich mal, seine Downside schützt. Ja? Und das sind dann diese asymmetrischen Gewinnchancen, weil muss da nicht nach oben gehen, aber man hat einfach nach unten, ist man abgesichert, weil es irgendwie genug Cash gibt oder die Firma das immer wert ist. Auch ein bisschen ähnlich ist das Thema einfache Fehler dann vermeiden. Da nimmt er wahrscheinlich auch das Beispiel, ja, es gab auch mal einen ähnlichen erfolgreichen Investor von ihrer Anfangszeit, der aber halt dann Leverage aufgenommen hat, also Kredite. Und das ging dann in einer Krise schief und er ist pleite gegangen. Ja. Auch wenn, sage ich jetzt mal, vielleicht die erwartbare Rendite dadurch ein bisschen höher ist, man will halt diesen Fehler Leverage vermeiden, weil das kann halt einen killen und wenn man das nicht macht, nicht. Noch wichtiger ist, denke ich, der fünfte Punkt, wovon er auch immer redet, dass Anreize das Ergebnis bestimmen. Ja, sei das in Gehaltsbestandteilen, ja, gibt es das Beispiel von der Finanzkrise, wenn ich halt irgendwie einen Bonus bekomme auf ein Jahr gesehen, dann ist es oft rational, ja, ich gehe ins Risiko, wenn es gut geht, kriege ich einen riesen Bonus. Wenn nicht, sage ich, war der Markt oder solche Themen, aber ich kriege halt den Bonus nicht abgezogen. Aber er nennt auch das Beispiel Sozialsysteme, ja, wenn man es zu einfach macht, dass die Leute irgendwie, sag ich mal, bescheißen können und irgendwie Gelder abzwacken, dann geht auch eine Gesellschaft kaputt, weil ist ja individuell rational, dass ich dann vielleicht das Maximale für mich raushole, gerade wenn ich vielleicht auch einen kulturellen Hintergrund habe, dass ich mich nicht Teil der Gesellschaft sehe. Aber diese Sachen sind dann auf den ersten Blick, machen es vielleicht Sinn, aber wenn es zu leicht wird, dann zerstören sie eine Gesellschaft von innen. Und ich glaube auch, sowohl in Firmen als auch im öffentlichen Raum wird das Thema Anreize halt unterschätzt. Das nächste ist Beispiel, finde ich auch sehr bildhaft, ja, da merkt man halt auch, er ist natürlich auch Republikaner und wie sich natürlich auch mit dem Alter bei uns einige Werte verschoben haben. Und das Beispiel nennt er, glaube ich, 2-3 Mal in der Rede. In der USA, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wenn ein Kapitän von der US Navy ein Schiff verliert, dann ist seine Karriere zu Ende. Und es ist egal, ob er per se alles richtig gemacht hat und ihm keine Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann, trotzdem seine Karriere zu Ende. Und was er damit meint ist, ja, oft ist ja so, alle machen immer Dienst nach Vorschrift. Aber trotzdem ist dann irgendwie keiner richtig dafür verantwortlich. Und die Bestrafung, ja, dass man irgendwie dann sich einen neuen Job suchen muss, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und es passiert natürlich auch sehr, sehr selten. Aber durch diesen Anreiz hat der Kapitän natürlich immer auch die Motivation, nicht Dienst nach Vorschrift zu machen und alles Menschenmögliche zu verhindern, dass ein Schiff untergeht, auch wenn man ihm da nichts vorwerfen kann mit solchen Themen. Ja. Und dann werden halt diese zum Beispiel langfristige Auswirkungen werden dann irgendwie vergessen. Gerade in der Politik sehe ich da einfach sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Man schaut einfach nur kurzfristig, was vielleicht gerade populistisch irgendwie ankommt, aber nicht, was dann irgendwie langfristig richtig ist oder kommen wir auf, was dann wieder die Anreize dazu führen. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei Punkten. Das denke ich auch noch ein bisschen einfacher. Lebenslanges Lernen und Lesen, das sagt ja auch Warren Buffett. Der sagt halt auch Leute, die vielleicht nicht den IQ von 140 oder so haben oder vielleicht auch gar nicht die Leute sind, die 100 Stunden die Woche arbeiten, aber wenn sie einfach jeden Tag irgendwie oder jede Woche versuchen, besser zu werden und Learning Machines sind, wie er es nennt, dann sind die oft relativ erfolgreich gegenüber anderen, die das nicht sind. Was natürlich gerade im Investieren besonders so ist, da lernt man nie aus von diesen Themen. Und was er auch immer sagt, man soll die Sachen so einfach machen wie möglich. Keep it simple, stupid, KISS.
Und das ist, glaube ich, halt auch gerade beim Investieren wichtig. Da gibt es oft immer irgendwelche komplexen Ansätze. Deswegen versuche ich ja zum Beispiel beim Investieren das eigentlich relativ simpel zu machen. Möglichst gute Firmen, möglichst günstig zum richtigen Zeitpunkt kaufen. Ja, möglichst gut, ja, wird bewertet über diese Kriterien vom fairen KGV. Wenn es dann günstig ist, das höchste Aufwärtspotenzial und zum richtigen Zeitpunkt halt auch so Themen wie Katalysatoren oder Momentum berücksichtigen, aber es auch nicht zu komplex machen von den Input-Faktoren, weil dann gibt es dieses oft Overfitting, ja, dass man es dann irgendwie zurecht macht. Und das Zehnte ist eigentlich, dass Menschen sind nicht rational. Das ist inzwischen auch mehr in der Forschung irgendwie angekommen, war vor 20, 30 Jahren noch nicht ein bisschen anders. Da gibt es ja jetzt die Disziplin Behavior Economics oder Behavior Finance. Und das ist vielleicht seine beste Rede. Da habe ich sogar ein älteres Video mal gemacht, deswegen will ich das hier auch nicht mehr nochmal ausführen, wo er eigentlich verschiedene solche Anomalien vorstellt. Diese Rede von Harvard, ich glaube von 95, ist auch unten verlinkt oder kommt danach, kann man sich auch nochmal anschauen und ist auch in diesem Buch als letztes Kapitel enthalten und heißt The Psychology of Human Misjudgment, und das kann man auch immer wieder beim Investieren irgendwo sehen, woran ich auch sehr, sehr stark glaube an diese Themen. Was habe ich vielleicht noch vergessen? Welcher Faktor hat euch am meisten gefallen? Gerne kommentieren. Ansonsten waren das die 10 Sachen, die ich aus dem Buch Pur Charlie's Almanac von Charlie Munger, dem Co-Piloten von Warren Buffett, mitgenommen habe. Ansonsten findet ihr das Buch auch unten verlinkt, wen es interessiert. Macht sich auch im Strang gut. Aber per se ist es, wie gesagt, ein bisschen untypisches Buch, weil es halt einfach vor allem seine Reden sind, die da zusammengefügt worden sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, dem Kanal beitreten und meine Investmentprodukte, wie ich auch es ein bisschen angeklungen habe, investieren, sind auch unten verlinkt. Ciao, bis zum nächsten Mal.